So, liebe Leute, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Jahre 2023-2, also dem Herbst, und besprechen möchte ich jetzt die Aufgabe Nummer 2. Sie ist ein bisschen nachempfunden der Originalprüfung, aber im Wesentlichen inhaltlich identisch. Das Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 72 km pro Stunde fährt, bemerkt ein Hindernis in 75 Meter Entfernung. Nach einer Reaktionszeit von einer Sekunde bremst das Fahrzeug 5 Sekunden gleichmäßig bis zum Stillstand ab. Erstellen Sie ein VT-Diagramm, das den Bewegungsablauf maßstabsgetreu wiedergibt. Und maßstabsgetreu bedeutet ja nichts anderes, als dass man wirklich auch ablesen kann, was dort Sache ist. Und ich versuche es mal wieder erstmal so mit Bleistift vorwegzuschreiben. Also ich schnapp mir einfach mein Geodreieck und sage mal gut, ich verstehe, eine Sekunde wird er bremsen, dann braucht er nochmal 5 Sekunden, bis er zum Stehen kommt. Das heißt also, ich brauche 6 Sekunden. Also werde ich mal hier jetzt die entsprechenden Einheiten kurzerhand hier in Zentimetern wiedergeben und sagen, bis dahin werde ich es mal auszeichnen von mir aus. Also es kann sich auch gleich tatsächlich hier richtig mit dem entsprechenden Stift machen. Die entsprechenden Kanten haben wir hier. So, immer fein auf 0. Hier steht dann T in Sekunden, schreibe ich mir das dahin. Und dann ist das natürlich 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Sekunden. Ich male mir hier die Senkrechte rauf. Naja, nun muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Tinte da nicht gleich wieder entsprechend verläuft, aber im Wesentlichen mache ich es dann einfach kurzerhand so, dass ich hier die 90 Grad nach oben hochlote, so gut es eben geht. Auch da hatte ich also gesagt, nehmt euch bitte die entsprechenden Werkzeuge mit, die ihr braucht. So, und jetzt mache ich natürlich nichts anderes als hier oben das V und da schreibe ich mir gleich in Metern pro Sekunde dahin, damit ich dann diese entsprechenden Geschwindigkeiten habe. Und naja, versuch's doch einfach mal rauszukriegen, wenn ich jetzt also 72 Kilometer pro Stunde habe, das in Metern pro Sekunde umzurechnen, also 72 Kilometer pro Stunde bedeutet ja nichts anderes